Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben es jetzt noch relativ früh. Ich bin aus Leidenschaft Mutter, aber ich freue mich, dass ich heute auch mal einen Tag offline habe. Kinderfrei! Das heißt, ich werde heute mit meiner Freundin nach Eminönü fahren. Ich werde so ein bisschen in Istanbul unterwegs sein und werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Morgens muss ich mich erst noch fertig machen und ich würde sagen, jetzt geht's. So, ihr Lieben, mir war jetzt gar nicht das bewusst, dass einige mir auf Instagram gar nicht folgen. Es tut mir natürlich leid, dass die das nicht tun, gar nicht up to date waren und das Video natürlich ein bisschen verwirrend war. Also ich hatte mir meinen Fuß gebrochen, so einfach eine Falschdiagnose gestellt und angeblich ist es nur ein Bänderriss und ich hatte eine Zeit lang über einfach mal unnötig einen Gips. Dann haben sich meine Eltern eine Wohnung gekauft. Dann hatte Sami eine Lebensmittelvergiftung, wurde von einer Biene gestochen. In unserer Wohnung ist Gas ausgetreten. Also man kann fast sagen, ich war ein bisschen mehr aktiv auf Instagram als auf YouTube. Genau. Und ich mache mich jetzt fertig. What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Auf jeden Fall ansehnlicher als vorher. Ich habe so ein ganz leichtes Tages-Make-up gemacht. Ich habe auch ein bisschen meine Augenbrauen. Die sind so für den Arsch. Ja, zu dem Thema Haare. Also wer hat Lust, mit mir die Haare ausfetten zu lassen? Bitte meldet euch, weil ich muss das irgendwie eine Woche, eineinhalb Wochen aushalten. Genau, eine kluge Frau meinte mal, das Haar, was jeden Tag gewaschen wird, möchte auch jeden Tag gewaschen werden. Das war ich. Aber ich hätte gerne dieses Gefühl von frisch gewaschenen Haaren natürlich am liebsten jeden Tag. Ach so, das Neueste wisst ihr noch gar nicht. Ich habe seit 4 Tagen abgestillt, Leute. 4 Tage. Was heißt das für uns? Ja, alles, was ich in der Stillzeit nicht machen konnte, steht jetzt demnächst an. Also ihr wisst ja, dass meine Brust-OP irgendwann ansteht. Das heißt, ich musste vor der Brust-OP mindestens 6 Monate abgestillt haben. Dann hätte ich gerne Microblading gehabt. Dann würde ich gerne meine Lippe ein bisschen ausgleichen, weil die eine Seite hängt so runter. Dann hätte ich hier gerne noch ein bisschen Masseter-Botox, weil die Seite dicker ist als diese. Ja, also eigentlich ganz kleine kosmetische Eingriffe, die ich gerne machen möchte, außer natürlich die Brust-OP, die plane ich jetzt schon seit 15 Jahren. Also 15 Jahre habe ich das jetzt hinausgezögert, aber es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr und ich fühle mich absolut unwohl mit den Brüsten und ich freue mich einfach wieder, wenn sie klein sind. Wenn man einmal so eine riesen Oschis hat, die auch noch nach 2 Schwangerschaften bis zum Bauchnabel hängen und einfach ästhetisch nicht mehr schön aussehen. Mein Rücken ist im Arsch. Ich habe ständig hier entzündete Brüste, aufgrund des Stillens übrigens auch. Dann hat man da irgendwann keine Lust mehr drauf. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da nichts mehr hängt. Also wenn das alles straff nach oben ist. Ich glaube, das ist auch, wird auch ganz gut für meine Haltung sein. Also ich freue mich darauf, habe natürlich Angst, dass es nicht so aussehen wird, wie ich mir das vielleicht wünsche, aber ich glaube, schlimmer als das kann es einfach nicht sein. Wer schon mal eine Brustverkleinerung gemacht hat, da würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr es bereut habt, ob ihr auch habt Silikon einsetzen lassen oder wirklich nur Brustverkleinerung gemacht. So, ich warte jetzt darauf, dass Kübler anruft und dann geht's los. Kinderfrei! Wir fahren jetzt mit dem Auto bis nach Üsküdar und da steigen wir dann in die Fähre und dann geht's rüber nach Eminönü. Genau. Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Pa' que el CP se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver. Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezca en él. Como que ella quiere, disfruta la noche, lo anormal. Lo que el novio teme, que su relación va a terminar. Se da cuenta que no necesita alguien más. Quiere un selfie para su Instagram. Bye. Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición, que solamente le dé traición, para después llegar con un perdón. Esa
that you can get a selfie, selfie, ella quiere ver. Lo que siempre se le cuenta, que aquí perdió esa mujer. Unterwegs als Leute, die hier wirklich leben, es ist wirklich so. Ich habe mir gerade einen Schal umgemacht, weil es doch relativ noch windig ist ein bisschen. Und ja, also die Fahrt, glaube ich, dauert so um die 15 Minuten. Ich habe relativ Hunger. Keine Latschen-Atschis. Solamente le dé traición, pa' después llegar con un perdón. Quiere andar y ser de esos pibes que goza la vida. No hacen como esa chiquita. Komischerweise berührt ihn auch gar nicht an die Straße. Abgesetzt. Ja, es ist hier die Ampel, die passen sehr, sehr häufig unter, deswegen. Ey, wir haben so einen Hunger. Hier Börek essen, beziehungsweise bei Levens Börek. Ich habe jetzt hier einen Börek mit Paste und Käse, sieht so relativ frisch aus. Und dann habe ich hier eine Limonade. Und weil wir noch nicht gefrühstückt haben, haben wir das jetzt. Stimme. Wir sind jetzt hier in den kleinen Gassen und machen uns auf die Suche nach Schal oder Makijam. Ja, wir stöbern jetzt hier mal so ein bisschen. Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Pa' que el CP se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería. Are you kidding? Me. Alina. Berliner gegessen haben, das müsste glaube ich schon ein paar Jahre her sein. Definitiv eine kleine Empfehlung von mir. In die Straße rein und wieder raus, das ist so voll. Ach, mein Fuß tut weh. Ja, guck mal, was ich mir gekauft habe. Guck mal, wie schön. Ja, total verliebt. Wir werden das auf jeden Fall öfter tragen. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's gleich nach Karaköy. Und zwar folge ich einer Seite auf Instagram, die nennt sich Viana Carvisse. Dort gibt es San Sebastian Cheesecake. Und wenn ich schon mal da bin oder hier bin, dann muss ich das jetzt auch essen, deswegen wollen wir da nochmal hin. Und oh, lecker. So, das ist jetzt nicht eine. Das ist das eine kleine Bahn, keine Ahnung, wie sich das hier nennt. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier einsteigen und Richtung Galatakule fahren. Gibt's so kleine süße Läden, voll süß. Ich war hier gerade noch mal in der Apotheke und habe mir was gekauft. Was ich mir in der Apotheke besorgt habe, zeige ich euch gleich. Mehr für, oder? Estas nenas, mata, es que más, ella está nena. Es
Und hier in der Nähe halt soll halt dieses Café sein. Und da machen wir uns nämlich jetzt auf die Suche. Das ist hier die Schlange. Zack. Wir machen die Fotoshooting. Um von oben. Leute, der Ausblick von oben ist so schön. Also wenn ihr in Istanbul seid, das ist auf jeden Fall ein Muss. So, und das Café muss hier gleich um die Ecke irgendwo sein. Rechts oder links, Kübra? Das Café nennt sich Viana Café. Musste hier irgendwo rein. Ja, das ist das Viana Café. Das Problem ist, hier ist jetzt eine Schlange. Also das heißt, wir müssen jetzt leider ein bisschen warten. Ich glaube, es ist auch klar, warum. Mit diesem Ausblick ist es einfach nur wunderschön. Und hier wird einfach nur mal überall Fotosession gemacht. Ich hoffe, der San Sebastian Cheesecake wird gut. So, das ist jetzt das Menü. Und ich nehme den Burger. Viana San Sebastian mit Schokolade. Und wir machen jetzt. Oh, ciao, Kakao. Ella ya no quiere relación. Alguien que diga su condición. Que solamente le dé traición. Para después llegar con un perdón. Quiere hangar. Y ser desesperado. Der schmeckt wie flüssige Kinderschokolade. Oh mein Gott. Hat sich gelohnt zu warten. Seht mal die Schlange da hinten. Ich habe auch gerade Besuch gekriegt. Meine Tante ist da. Ja, hat einfach mal vorher nicht angerufen. Ja. Dementsprechend muss sie jetzt warten, würde ich sagen. Ich war übrigens bei so einem kleinen Laden, wo ich gerne hier so einen Ring haben wollte. Und dann meinte sie, da dein Piercing gestochen ist, ist das Loch wahrscheinlich dünner als wie mit einem des. Oh, guck mal, wie es jetzt gerade funkelt. Ui. Als wie wenn es mit einer Nadel gestochen wäre. Ich werde es gleich nochmal zu Hause ausprobieren. Und dann habe ich euch ja noch erzählt, dass ich bei der Apotheke war. Und da zeige ich euch noch mal kurz, was ich da gekauft habe. Und zwar kriegt ja Hamza jeden Tag Propolis, damit sein Immunsystem aufgebaut wird. Er kriegt das jetzt, by the way, seit, ich glaube, März oder Februar müsste das sein. Also ich glaube, so genau jetzt, zur Winterzeit, hat sich sein Immunsystem, denke ich, gut stabilisiert. Dazu kommt er jetzt auch nochmal bald ein Video. Aber was er nicht einnimmt, ist Omega-3. Und da gibt es ja von Möllers dieses Omega-3, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Und das hat so einen Tutti-Frutti-Geschmack und da ist auch Vitamin D drin, was natürlich auch für die Kinder sehr, sehr wichtig ist. Und die Packung sollte circa 3 Monate reichen. 2,5 Milliliter kriegt er davon dann täglich und dann hat er halt auch seinen Omega-3-Haushalt damit abgedeckt. Genau, also das war so im Großen und Ganzen unser Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist ganz schön, auch mal kinderlos unterwegs zu sein. Aber ich muss sagen, sie fehlen mir jetzt doch ganz arg und ich freue mich, dass ich dann gleich wieder zu Hause bin bei meinem Mann und meinen Kindern. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Herz hinterlasst und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Aquel se ve.